Hi Leute, ich bin's nochmal. Es ist fehlgeschlagen. Ich dürfte sogar hier überhaupt reingehen. Also gerade war ich draußen und habe draußen gefilmt, beziehungsweise was gesagt und auch ein bisschen gezeigt. Und jetzt darf ich sogar hier sitzen. Da ist es nicht toll. Also, komm rein und guck dir das mal an. Und hier ist eine kleine Höhle gebaut im Haus. Und das war damals ein Kühlschrank. Ja, also quasi hier. Seht ihr diese Höhle? Diese Höhle benutzte man damals, also wo die Burg noch war, also quasi das uraltes Haus, hat man das als Kühlschrank verwendet. Man sieht es ja auch komplett alles höhlig und kühl. Und hier unten sind Teppiche und die hat man damals irgendwie gewebt und als Heilung benutzt. Also richtig kuschelig. Dieser Raum, da darf man sogar, also selbst auch hier die ganzen uralten Sachen ist hier noch in der Vitrine, also uralt, also quasi jetzt hier, was man da so sieht, und einige alten Fotos. Richtig schön klein, ich dürfte sogar hier rein und sogar hier sitzen. Und ich muss sagen, ich bin halt begeistert. Es lohnt sich manchmal in den Gassen reinzugehen. Und wenn man mich fragt, ja, woher komme ich? Weil hier kommt ja so kein Tourist hin, normalerweise. Erntet man doch ein bisschen Sonderprivilegien und man sieht wirklich Kultur. Und hier ist wirklich eine Kultur. Und hier vorne wollte ich noch zeigen, da unten ist Feuer. Aber nicht echt, sondern das ist einfach eine Attrappe. Sehr gemütlich. Und hier drin ist sogar kühl. Draußen ist es 40 Grad oder über 40 Grad und hier ist es kühl. Man schwitzt nicht. Ich komme zwar jetzt von der Hitze nach drinnen und man sieht hier so ein bisschen Wasser, aber das ist nicht, weil es hier drinnen heiß ist, sondern ich komme von der heißen Klima in das Kühle rein. So. Sehr interessant. Mir gefällt es hier. Cassia Depp hat doch was. Ja. Ich könnte stundenlang jetzt hier bleiben. Ich traue mich gar nicht zu fragen, ob ich nicht hier einziehen kann. Also, das finde ich total nett. Ich bin ein Fremder, wirklich ein fremder Mensch. Und er hat sich mit mir unterhalten. Klar, ich kann kein Türkisch, er kann kein Englisch, er kann kein Deutsch, ich kann gar nichts außer Deutsch. Und man hat sich geholfen mit den Applikationen-App, eben halt diese Übersetzung-App. Und das hat geholfen und er hat mir das so auch erzählt. Er hat gesagt, ich darf auch hier sitzen, ich darf also hier reingehen, sitzen und entspannen und das Ganze mir dann anschauen. Finde ich toll, obwohl ich ein Fremder bin. Dankeschön, dass ich das hier erleben dürfte. So, und in dem Sinne sage ich jetzt einfach mal Tschüss Richtung Deutschland.